Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Martina. Martina ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte gerne diese Beratungsvideos anonym behandeln. Martina fragte mich, ob ihr Herzensmann ihr Dualseele seid und wie geht es weiter. Ich beschreibe kurz Martinas Lebenssituation. Sie ist verheiratet. Vor halbes Jahr auf einem Ausflug hat ein Mann begegnet, wir nennen ihn als Herzensmann. Und in diesem halbes Jahr haben sie Kontakt, schriftlich, telefonisch, und sie haben zweimal getroffen, aber sie führen noch keine Beziehung. Die Frage ist nun, ist es ihr Dualseele und wie geht es weiter? Und diese Frage beantworte ich von Karten. Das Kartenbild ist eingeblendet. Dazu muss ich sagen, dass ich immer grundsätzlich die große Kartenblatt auslege, auch wenn es um eine kurze Frage handelt. Liebe Martina, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, dir du zu sagen, und ich möchte als erstes bedanken um dein Vertrauen. Und ich fange an, die Deutung dieser Kartenblatt zu deuten. Für dich ist sehr wichtig Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und diese Sicherheit, Stabilität bekommst du von deinem Ehemann. Und er beschützt dich auch. In diesem Hinsicht hast du Glück. Aber wo bleibt die Liebe und wo bleibt die Sexualität? Das kommt in die Ehe zu kurz. Du denkst nach einer Veränderung, einer Trennung, aber du hast Angst davon. Etwas hält dich in die Ehe. Und das ist genau dieses Sicherheitsdenken. Du bist finanziell abhängig von deinem Ehemann. Du hast auch geschrieben, du bist halbtags beschäftigt und verdienst nicht allzu viel. Also du kannst von diesem Verdienst keine eigene Wohnung leisten. Und deine Arbeitssituation, wie ich das im Kartenbild auch erkennen kann, bedrückt dich auch. Du bist im falschen Platz. Die sind auch nicht ehrlich zu dir, deine Kolleginnen. Aber bei dir wird noch eine berufliche Veränderung kommen. Was bei dir ich sehe oder erkennen kann, dass du kreativ bist oder spirituell veranlagst und du sollst die Selbstständigkeit wagen, das wäre dein beruflicher Weg. Das hilft vielleicht ein bisschen finanziell unabhängig zu sein oder gibt dir einen gewissen Freiraum. Und wie steht dieser Herzensmann zu dir? Er macht Gedanken über dich. Du gefällst ihm auch, das ist für ihn wie ein zweiter Frühling und er hat definitiv erotische Gedanken. Aber warum zeigt nicht so viel Gefühle? Warum ist er so verschlossen? Erstens liegt es in Kindheit und zweitens die Ex-Freundin hat ihn betrogen und hat verlassen wegen einem anderen. Also er hat Verlustängste. Er ist nicht offen für eine Beziehung und möchte nichts versprechen und nicht allzu viel Gefühl zeigen. Er hat Angst, verletzt zu werden. Er kennt das nichts anderes, auch von der Kindheit nicht. Und wie sind deine Erwartungen? Du brauchst beides. Du brauchst Sicherheit, Stabilität, auch materielle Sicherheit. Und brauchst Liebe und Leidenschaft. Und am liebsten ein Mann, wo dir beides bietet. Dieser Herzensmann bietet aber nur die Hälfte momentan. Das kann sich ändern. Aber momentan ist bereit für eine Affäre.
Also die Liebe und die Sexualität kannst bei ihm erleben, aber er gibt dir keine Sicherheit und er verspricht das auch nicht. Und wenn du das verlangst, weil du vielleicht mit ihm zusammenziehen möchtest, er zieht sich dann zurück. Und da ist deine Überlegung, gehst du in eine Affäre ein und bleibst in die Ehe, dann hast du beides. Hast du die Sicherheit, Stabilität und hast die Liebe und Sexualität, aber du bekommst das von zwei verschiedenen Männern. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann kommst du durcheinander. Das bringt dich komplett aus dem Gleichgewicht. Also bei dir ist wichtig Klarheit. Und diese Klarheit solltest du anschauen. Wie geht es weiter? Was kann dich erwarten? Wenn du in die Ehe bleibst, bist du zwar finanziell versorgt, aber du bist nicht geliebt und oder lebst die Sexualität nicht. Also etwas fehlt dir in die Liebe, verlierst auch den Gleichgewicht. Wenn du diese Hoffnung hast, dass dieser Mann, dieser neue Mann, dieser Herzensmann dir sofort alles geben kann, all das, was du in die Ehe hast und noch dazu die Liebe und Sexualität, dann liegst du auch falsch. Die einzige Lösung wäre, dass du eine klare Entscheidung triffst. Bleibst du in die Ehe, ja oder nein? Wenn du dafür entscheidest, dass du die Liebe lebst, dann sollst du von der Ehe dich befreien. Aber mach keine Hoffnung, dass dieser Mann sofort da ist und für dich sorgt. Die einzige, wofür dich sorgen kann, das bist du selbst. Vielleicht ist auch von dem Schicksal diese Herausforderung, dass du endlich in die Gänge kommst und lebst deine Berufung. Das wäre die richtige Lösung. Natürlich geht das auch nicht von heute auf morgen. Das braucht auch Zeit, bis du das alles aufbaust. Bei mir liegt das den Neuanfang nächstes Jahr am Frühling. Das wäre der richtige Augenblick, beruflich neu orientieren, etwas Neues beginnen. Aber das wäre mal ein guter Anfang. Und was könnte es mit diesem Herzensmann erwarten? Wann gibt dir die Klarheit? Also du kannst mit ihm freundschaftlich bleiben. Du kannst mit ihm eine Affäre eingehen. Aber er wird den Platz von deinem Ehemann nicht einnehmen. Das wird nur eine Wochenendebeziehung sein. Und das wäre vielleicht mal auch ein guter Anfang, dass du unabhängig bist, auch dass du unabhängig bist finanziell und dann langsam beginnst, diese neue Liebe zu leben. Dann kannst du die Frage stellen, hast du überhaupt eine Chance, mit ihm zusammenkommen, mal fest zusammenkommen? Ja. Aber erst in 2 Jahren. Er kann dir etwa in 2 Jahren dir die Klarheit geben und bereit zu sein, in eine Partnerschaft einzugehen. Die gute Nachricht ist, er ist unabhängig. Er hat keine Freundin. Aber er lebt auch gesellig. Also er hat einen Freundeskreis und er möchte auch diese Freiheit momentan nicht aufgeben. Ich fasse das alles zusammen. Also Punkt 1, du brauchst Sicherheit, Stabilität, aber auch Liebe und auch Sexualität. Dein Ehemann erfüllt dir die Hälfte, die Sicherheit und die Stabilität. Die Liebe, Partnerschaft, die Liebe und die Sexualität kommt definitiv zu kurz. Der zweite Mann, dein Herzensmann, im Augenblick gibt dir diese Seite.
die Liebe und Sexualität, aber er möchte keine feste Beziehung. Warum? Weil er hat seine Ängste, so sind seine Erfahrungen und er ist nicht bereit, dir etwas zu versprechen oder sein Leben zu verändern. Er ist Single und möchte eine Wochenendebeziehung. Wenn dir das ausreicht, ist wunderbar. Die Gedanken, beides zu haben, in Ehe bleiben und ab und zu mit ihm treffen, das wäre eine falsche Entscheidung, weil du kommst komplett aus der Ruhe. Das bringt dich total durcheinander. Also hier ist wichtig die Klarheit, weil du diese Verlangen hast. Und die Klarheit kannst du nur selbst schaffen. Unabhängig sein und warten, bis deine neue Liebe reift. Es braucht Zeit. Wenn du das in Kauf nehmen kannst und sagen wir mal 2 Jahre Zeitraum, bis 2 Jahre ist es so weit, dass ihr zusammenzieht und habt ihr einen Neuanfang oder ihr heiratet oder zieht ihr zusammen. Wenn für dich das in Ordnung ist, dann gib eine Chance für diese neue Liebe. Wenn diese Geduld nicht hast und du möchtest sofort, dann kann ich dir sagen, er wird deine Wünsche nicht erfüllen. Dann bist du wieder enttäuscht. Also die Entscheidung liegt an deinen Händen. Ich kann nur die Möglichkeiten aufzählen. Wenn du in die Ehe bleibst, bist zwar finanziell versichert, oder hast du die materiellen Vorteile, hast keine finanziellen Sorgen, aber du fühlst dich nicht geliebt und lebst die Sexualität nicht. Wenn du eine Affäre beginnst mit deinem Herzensmann, geht's dir auch nicht gut, weil du kannst nicht lügen. Und dann kommt ein Chaos. Wenn du hoffst, dass dieser neue Mann, dieser Herzensmann dich rettet von der Ehe und bietet dir all das an, was du wünschst, kann ich dir enttäuschen, er macht das im Augenblick nicht. Er braucht 2 Jahre dazu, bis er so weit ist, dass er bereit ist, sein Single-Leben aufzugeben, sein Freundeskreis, sein Hobby, seine Freizeit und in eine feste Partnerschaft einzugehen. Wenn du warten kannst und sagst, das ist meine große Liebe und da lohnt sich zum Warten und ich sehe ihn sowieso jede Wochenende und kannst von deiner Selbstständigkeit leben, dann bringst dein Leben in Ordnung, dann bringst es in Form, dann hast du deine Unabhängigkeit, deine Selbstständigkeit, dann hast du auch deine große Liebe, auch dein Freiraum und auch die Chance, dass ihr in 2 Jahre zusammenzieht oder heiratet. Also das sind deine Möglichkeiten. Die Entscheidung liegt ganz alleine an deinen Händen. Was ich nochmal betonen möchte, dieser Herzensmann ist zwar verschlossen, er zeigt auch nicht allzu viel Gefühl, aber er hat keine Freundin. Ob das die Dualseele ist, wenn die Schicksal das alles so lenkt, dass ihr diese Geduld aufbringt und er ist bereit, sich zu ändern und du entwickelst dich beruflich und wartest auf ihn und lasst diese Zeit, wenn du diese Geduld hast, dann ist es sicherlich dein Seelenpartner. Und da seid ihr jetzt im Prüfstand. Wenn du das aufgibst, er gibt dich nicht auf, er verlässt dich nicht, aber wenn du diese Geduld nicht hast und es aufgibst, dann wartet auch nicht deine Dualseele. Ich hoffe, ich könnte deinen Fragen beantworten und ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.